Hier ist nichts. Sackgasse. Und ich habe keinen Bock, mich nach unten zu buddeln und Strip-Mining zu betreiben. Ah, an den Seiten gar nicht. Was ist das denn ein? Immer wieder nach oben gucken. Oh, oh, runter. Ja, rote Pilze. Ihr seid mir willkommen als Lebensmittelersatz. Kohle, komm her. So, was mir vorschwebt, ist mein Server, auf dem ich Rechte vergebe und auf dem ich Plugins installiere und warte und auf dem ich eine Welt aufbaue, größtenteils mit NPCs, mit viel Handeln und mit einer Story, die ich aufbaue und gestalte, bei dem ich ein System aufstelle, bei dem andere auch bestimmte Sachen erstellen können und Sachen vorschlagen und mit aufbauen können. Jetzt nicht nur Gebäude bauen, sondern auch eine Geschichte mit aufbauen. Die dann als Let's Play teilweise aufgeführt wird. Die sich richtig schön entwickelt. Aber auch einige kürzere Segmente, mit denen man halt crawl-mäßig Dungeons erkundet und sich dann erfreut. Und es gibt richtig schöne Quests, die man machen kann im Mehrspielermodus, und da würde ich gerne ein paar mitmachen. Ich alleine, wenn Leute nicht so gut in Englisch sind, übersetze ich gerne hier und da ein paar Sachen. Und ja, es macht Spaß. Es macht einfach nur Spaß, auf einem Server zu sein, auf dem man mehr machen kann als auf seinem anderen Server, weil man mehr Rechte hat in bestimmten Gebieten und weil man einfach mal überall zum Beispiel Wasser platzieren kann, je nachdem, ob der Server das mitmacht oder nicht. Und dieser Server hat mittlerweile ziemlich viel mitgemacht und ich kenne die Limits von der Hardware, die ich habe. Und wenn nicht so viele Leute auf dem Server sind, dann kann ich die Sachen gerne hochschrauben und sagen, jetzt kannst du richtig schön loslegen hier. Bisher hatte ich keine größeren Probleme. Ich weiß, dass ein großer Brenner-Chunk Probleme machen kann, aber das kann ich schnell unter Kontrolle bringen. Mir ist das Feuer... Ist das eine Schlucht? Es ist eine gute, schöne Schlucht. Ah, ich habe mittlerweile genug Eisen für die ersten Eisenwerkzeuge. Nein, es ist runtergefallen. Nein, nicht runterfallen. Es ist scheiß dunkel hier, mir sind die Fackeln ausgegangen und das Holz ist mir auch ausgegangen und die Lebensmittel sowieso. Das heißt, nach dem ganzen Eisendebakel hier und dem ganzen blöden Start hier, werde ich dann mal auf Nahrungssuche und auf Holzjagd gehen. In irgendwelchen Wäldern in der Gegend. Also, ich habe nichts mehr zu essen. Nichts wie zurück nach oben. Das ist schon wieder dunkel. Ich denke mal, das ist dann Zeit für das Bettchen. Wow, 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 wow. Monster in der Nähe, nicht mit mir, Freundchen. Wow, nein! Hat sich von hinten angeschlichen. Das ist echt übel in dem Schwierigkeitsgrad. Das Spawn, Creeper, zwei Blöcke hinter einem und explodieren ziemlich schnell. Muss immer... What the fuck? Ich habe die Spinne nicht gesehen, auf der reitete. Oh, verdammt. Ja. Herrlich. Zweiter Tod. Ich mal eben wieder teleportieren. MVTP. Demo. So. Wieder zurück in meine Welt. Immerweise klappt das mit dem Respawn überhaupt nicht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich spawne immer in dem Weltspawn und nicht in dem letzten Bett, in dem ich war. Okay.
Ja, vielleicht lag es am Albtraum, natürlich. Vielleicht lag es an dem Albtraum. Ich hatte einen normalen Traum. Aber hey, das ist echt hammerhart hier. Ja, wie gesagt, das ist die Albtraumwelt, in der man einfach nur stirbt. Und das ist eine Netherwelt. Und ja, da ist man dann halt tot und wacht wieder auf. Es ist ein netter Gag, es sollte nur nicht ganz so oft vorkommen. Viel schöner ist da die Skylands-Traumwelt. Ja, ich hoffe doch mal, dass er jetzt sich das Bett gemerkt hat. In der Hauptwelt war das kein Problem, da hat er sich das Bett als Respawn-Punkt gemerkt. Vielleicht habe ich irgendwas in der Config verwurschtelt. Schön ist das nicht. Naja, wie dem auch sei, ich wurde auf dieser anderen Insel da von Spin-Jockey erledigt, der da immer noch ist. Geht ja mal gar nicht. Mein Eisen, das ich mir teuer erkämpft habe. Nein! Drei Herzchen! Die machen mehr Schaden, ich schwöre. Das ist hammerhart. Mehrspielermodus in der Schwierigkeitsstufe ist härter, schwieriger. Und ich mag die Herausforderung. Das macht das Let's Play nur etwas länger. Zwei von euch Typen? Ah! Ja, ich glaube, ich brauche eine Pause und werde in der Pause in der Traumwelt sein und dann mal gucken, ob ich das mit dem Spawn-Punkt fixen kann. Habe ich schon erwähnt, dass die Dinger direkt hinter einem spawnen und einen überraschen? Oh Mann. Ich möchte gerne meine Sachen alle wieder haben. Das, vor allem dieses Holz hier. So. So, jetzt reicht's aber. Na. Mal gucken, ob ich lebend zu meinem Bett zurückkomme. Das würde schon Sinn machen. So, Spawnpunkt, ich hab dich wieder. Zweite Nacht und sie war genauso traumatisch wie die erste Nacht. Ich habe kein Holz mehr, genau deswegen wollte ich irgendwie hin zurück. Habe ich noch mehr Holz verlagst? Nein, natürlich nicht. Sind alle ausgegangen. Okay, das Ding ist auch gut. Genug sein dafür jetzt. So. Ah, ich habe hier noch Holz. Natürlich, wieso auch nicht. Dann werde ich meine... Wieso habe ich das Ding nochmal gebaut? Meine Spawn-Location ein bisschen ausbauen. Mit diesem schönen Ofen hier. Ich muss mich regelmäßig umsehen, weil ein Creeper ganz in meiner Nähe spawnen könnte. Jeden Moment. So. Holzkohle? Nein. Was ist die Kohle hier? Richtige Kohle und Holzblätter. Immer noch nichts zu essen gefunden. Okay, nein, ich wollte das Eisen schmelzen. Das Eisen ist jetzt wichtiger. Zeitenofen. Holzkohle zu Holzkohle. Damit das mal klar ist. Okay. Nichts wie schlafen gehen und in die Traumwelt. Dann kann ich mal diese Aufnahmesession beenden. Gucken, wie die Lautstärke so ist. Ja, mal wieder ein Albtraum. Wunderbar. Die mache ich mal etwas seltener. Ich habe das Ding auf Standard gestellt, weil ich ein paar Probleme hatte in der Traumwelt mit Inventar und Rechten und Respawn. Das funktioniert alles überhaupt nicht. Das funktioniert jetzt zumindest wieder. Problem ist, dass ich die Wahrscheinlichkeit, einen Albtraum zu haben, zu hoch habe. Das ist bei 50% und das ist viel zu hoch. Dafür, dass ich die Traumwelt als Entspannungs-Kreativ-Modus-Tutorial-Zone haben möchte. Okay, bye bye.
werde mal ein paar Fehler beseitigen, die ich im Spiel habe.